Hallo, guten Morgen. Ja, die Technik macht was sie will. Ja, wie geht es euch? Jetzt ist ja doch auch schon wieder Dienstag von dieser Woche. Es geht mega, mega schnell vorbei. Und ja, das Wochenende. Hallo, hallo. Ich weiß nicht, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und das Wochenende war emotional, ein bisschen heftig für viele auch. Aus dem sogenannten Nichts. Also man fühlt sich plötzlich also so ein bisschen traurig und schwer und schmerzlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt, dieses Wochenende, dass da eine ziemlich schwere Schwingung in der Luft lag. Wir sind ja als Menschen, unser menschlicher Körper, hallo, hallo zusammen, unser menschlicher Körper, der ist ja eigentlich ein Schwingungsinstrument. Ja? Wir sind ja einerseits der äußeren Schwingung ausgesetzt von unserem Umfeld. Hallo Katrin, guten Morgen. Erzähl mal, wie war das für dich das Wochenende? Schreib mal irgendwas rein. War das für euch auch so, hallo Angelika? War es für euch auch so ein bisschen schwer? Bisschen traurig, bisschen schmerzhaft. Habt ihr das auch so ein bisschen gespürt, dass da ganz viel Schmerz nach oben kommen wollte? Hallo, ganz viel Trauer nach oben kommen wollte dieses Wochenende. Es war also für mich persönlich so und auch mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass dieser, sag ich mal, dieser kollektive Schmerz in diesem Wochenende so präsent war. Also ich habe wirklich mich so gefühlt, als hätte mir einer so ein Pfeil ins Herz geschmissen. Hallo Susanne, als hätte mir einer ein Pfeil ins Herz geschmissen und plötzlich kam irgendwo ganz, ganz viel Trauer. Das habe ich gestern gespürt, ja, okay. Also ja, ganz, ganz viel Trauer, extrem gestern. Ja. Also bei mir hat es am Sonntag angefangen, gestern. Susanne war auch dabei. Und das ist gut, ja, das ist gut, weil das bedeutet, dass wir als Kollektiv im Moment wirklich aufgerufen sind und beschäftigt sind, diesen kollektiven Schmerz an die Oberfläche zu bringen und damit den sozusagen zu verdauen, zu transformieren, weil eben wir als diese Schwingungs-, also wenn du denkst, dein Körper ist ja beseelt, respektive dein Körper ist ja von einer Seele oder einem göttlichen Verstand, das gefällt mir eigentlich viel besser, weil Seele hat immer so ein bisschen verschiedene Definitionen, aber dieser in deinem Moin hab Bauch für Schmerzen und keine Lust zu irgendetwas gehabt. Ja, das ist mega. ja, es ist wirklich unser Körper als Instrument ist jetzt sozusagen da als kollektives Verdauungsinstrument oder als Transformationsinstrument für diese kollektive Schwingung. Ja, wir sind ja einerseits sind wir hier in diesem Zeitraumkontinuum auf dieser Erde, verbunden mit allen anderen Wesen in diesem Zeitraumkontinuum und können natürlich unsere Antennen, wir sind vernetzt und dann ist es eben das, was gerade präsent ist, erwischt uns auch. Hallo Maria, es erwischt uns. Und in diesem Moment ist es so wichtig, das anzuerkennen als das, was es ist. Und zwar, es ist eine kollektive Transformation, an der wir teilnehmen dürfen, an der wir eben in dem Moment präsent sein dürfen, in dem Moment anerkennen dürfen, dass wir in einer Welt noch leben, ich sage ganz sicher noch, in der ganz viel Traurigkeit, kollektiver Schmerz präsent ist. Und wir können uns das auch ganz, ganz gut erklären, wo dieser Schmerz herkommt. Aber es ist so wichtig zu wissen,
dass wir nicht dieser Schmerz sind, dass unsere wahre Identität sich nicht aus diesem Schmerz widerspiegelt, sondern dass wir in diesem Moment eben nur Instrumente sind, um diesen kollektiven Schmerz, hallo Maria, um diesen kollektiven Schmerz wie mit zu transformieren. Ja, das ist, stell dir vor, dieser kollektive Schmerz ist der Schmerz eines ganz, ganz lieben Menschen, den du sehr, sehr liebst. Aber dieser Mensch kann im jetzigen Moment nicht verstehen, warum er sich so ausgeschlossen fühlt, warum er sich so ungeliebt fühlt oder warum sie sich so ungeliebt fühlt, warum sie sich so abgelehnt fühlt, warum sie sich so einsam fühlt. Das ist dieser Schmerz, dieser kollektive Schmerz eines, sag ich mal, eines Gesamtmenschen, ja, der Gesamtmenschheit. Das ist dieser kollektive Schmerz und diese Gesamtmenschheit in jetzt ist eben bewusst, kann sich nicht mehr ablenken, dass da Schmerz existiert, dass da so viel Traurigkeit existiert, weil wir als Menschheit, wir sind ja schon immer unterwegs und wollen eigentlich Liebe leben, Liebe geben, Freude leben, Freude geben, Freude empfangen. Und weil wir uns als Menschheit so sehr im Außen reflektiert haben, weil wir es ja nie anders gelernt haben, ist ganz viel Verletzung entstanden für uns Menschen. Ja, wir haben uns untereinander ganz, ganz viel verletzt. Wir haben uns untereinander ganz, ganz viel abgelehnt. Wir haben uns untereinander nie diesen Rückhalt gegeben, den wir uns so gewünscht hätten, weil es nicht gehen kann von Mensch zu Mensch. Hallo Andrea, von Mensch zu Mensch. Es kann nicht dauerhaft nachhaltig gehen, dass wir uns von Mensch zu Mensch hochhalten, von Mensch zu Mensch trösten, von Mensch zu Mensch die Schmerzen versuchen zu heilen gegenseitig. Das geht nachhaltig nicht, wenn nicht jeder einzelne Mensch für sich diese höchste göttliche Identität und göttliche Anbindung als Anker findet. Ja, und wenn jeder selber in dieser göttlichen Liebe, in dieser göttlichen Ganzheit, Klarheit so sehr verankert ist, dass er sich eben nicht mehr identifiziert mit irgendwelchen Schmerzen, irgendwelchen Enttäuschungen, irgendwelchen Ablehnungen, die einen so traurig gemacht haben, die einen so tief verletzt haben, das kennt ihr. Wenn wir als Menschen aufhören, uns damit zu identifizieren, sondern anfangen, uns an unserer göttlichen Wahrheit festzuhalten und diese göttliche Wahrheit, diese göttliche bedingungslose Liebe, dieses In-Ordnung-Sein, dieses Aufgehoben-Sein, dieses Verbunden- und Verankert-Sein für uns selber, jeder für sich alleine, ganz, ganz tief spürt und weiß und kennt. Wenn wir das üben, immer mehr üben und immer mehr auch unserem logischen Verstand diese neuen Regeln der göttlichen Existenz, die Regeln der Liebe als liebendes Menschenwesen beibringen, desto weniger identifizieren wir uns eben mit diesen schmerzhaften vergangenen Erinnerungen und mit diesen schmerzhaften Erinnerungen oder Dingen, die sich im Moment darstellen, sondern wir nehmen uns immer mehr und mehr raus und gehen immer mehr in diesen Kern unserer wahren Essenz. Und je mehr Menschen das machen und da Halt finden, desto einfacher und besser ist diese Transformation zu machen. Aber das ist erstmal eine Ego-Arbeit, aber nicht in dem Sinne von egoistisch, sondern in dem Sinne von einsam Arbeit. Diese Arbeit, sich mit diesem Schmerz nicht mehr zu identifizieren, obwohl er so spürbar ist in deinem Klangkörper, also in deinem Körper, indem du diesen Schmerz so klar wahrnimmst,
indem der so klar da ist und du fast versucht bist zu glauben, dass er dich beschreibt und dich bedeutet, aber dennoch schlauer zu sein und zu wissen, dass es nichts mit dir zu tun hat. Und das ist das, was Dr. Joe Dispenza zum Beispiel meint, wenn er sagt, be bigger, be greater than your body. Ja? Aber das kannst du eben nur sein, wenn du weißt, in welcher Beziehung du mit deinem Körper stehst. Ja? Das heißt ja, du bist nicht dein Körper. Ja gut, aber der ist ja da. Ich spüre ihn doch. Also ist da ja eine Beziehung zwischen mir und meinem Körper da. Und diese Beziehung ist eine essentielle Beziehung, nämlich dein Körper ist nur dieses Resonanzinstrument deines geistigen Zustands, sozusagen deines spirituellen Zustands, deines nicht sichtbaren Zustandes, deines nicht physikalischen Zustands. Ja, dieser nicht physikalische, energetische Zustand, in dem du dich befindest, der wird durch deinen Körper wiedergespiegelt. So, und wenn du dich jetzt verbunden fühlst mit dem Außen, mit deiner Vergangenheit, mit den Zeitungsberichten, mit den Geschichten und Erzählungen da draußen, dann resoniert dein ganzes Sein mit dieser Vorstellung, ja? Und in dem Moment kannst du größer sein als dein Körper und erkennen, mit was für einer Vorstellung du gerade resonierst, mit was für einer Vorstellung über dich selber und über das Leben. Und das ist essentiell, weil das ist das, was du in deinem Körper spürst. Und wenn du dieses Gefühl transformieren möchtest, das du in deinem Körper fühlst, musst du rausgehen aus dieser Vorstellung, die du über dich und dein Leben hast. Und ich sage, du darfst in diese Wahrheit, in die göttliche Wahrheit gehen, die eigentlich für dich bestimmt ist als göttliches Wesen. Und dann wirst du merken, dass dein Körper mit dieser göttlichen Wahrheit resoniert. Und dann werden die Schmerzen durch deinen Körper heraus transformiert und unser ganzes Sein und auch unser kollektives Sein verändert sich mehr und mehr in ein göttliches Sein, wo wir uns gegenseitig als göttliche Wesen sehen, als göttliche Wesen behandeln, als göttliche Wesen in Resonanz unserer Gefühle, in Resonanz unseres Herzens gehen und uns dann selber heilen. Nur alleine dadurch, dass wir wissen, wir sind göttliche, heile Liebeswesen. Und dann heilen sich all unsere Manifestationen. Und unsere Manifestation Nummer eins ist unser Körper. Das ist diese Gesundheit, unsere Vitalität, unsere Mobilität. Das ist die Manifestation Nummer eins, die wir als Voraussetzung nehmen, um andere Manifestationen in unserem Leben leben zu können. Deswegen ist es ja auch fast nicht möglich, aus einem kranken Körper heraus ein gesundes Leben zu manifestieren, weil deine Manifestation Nummer eins, die muss sich gut anfühlen. Und ich rede nicht nur von den mechanischen Gefühlen, sondern eben auch von den Herzensgefühlen, von den Emotionen, die dürfen ja auch nicht krank sein, sondern es muss alles in diesem Alignment, in dieser Abstimmung mit der wahren Wahrheit geschehen. Und da immer wieder zu erkennen, aus welchem Selbstverständnis, aus diesem irdischen Menschen-Selbstverständnis reflektiere ich mich und meine Befindlichkeit und auch das Leben da draußen, oder habe ich es geschafft, schon eine Etage höher zu gehen und zu erkennen, dass ich als göttliches, spirituelles Wesen, das eigentlich erstmal in der nicht manifesten, nicht physikalischen Welt ist und aber aus diesem Wesen heraus alles manifestieren kann. Und diesen Switch immer zu kriegen, das ist diese Übung,
diese Übung zu machen, damit zu arbeiten, diese Klarheit zu gewinnen, jeden Morgen, bevor du überhaupt aufwachst, dass du die wahre Klarheit in dich hereinholst und aus der heraus manifestierst, aus der heraus postulierst und aus der heraus dich immer wieder zurückholst, wenn du gerade mal in so einen kollektiven Schmerz gehst, den darfst du leben, ja? Es geht überhaupt nicht darum, dass es nicht drum, dass du nicht dass du spüren sollst und nicht wissen sollst, dass es da ist und präsent ist. Es ist wichtig, das zu tun, aber es ist auch wichtig, jedes Mal zu erkennen, okay, das ist aber nicht das, was ich wirklich bin, sondern das ist das, was ich jetzt hier bin und mit meinem Körper verarbeite. Aber ich verarbeite es. Es bleibt nicht hier, sondern ich bin quasi diese Verarbeitungsmaschine, die transformiert diese kollektiven Schwingungen in diesem Moment. Und das kann ich halt nur gut machen, wenn ich hier meinen Haltegriff habe in meiner wahren göttlichen Identität und weiß, okay, das ist auch ein Auftrag von mir. Ich bin als Erdenmensch mit göttlichem Kern, mit göttlicher Essenz bin ich hier, um diese Dinge zu transformieren. Und transformieren heißt eben nicht, dass ich lange dort verharre in diesem Schmerz und in dieser Traurigkeit, sondern dass ich da Klarheit schaffe und hier in die Transformation gehe. Und das ist ein Job für jeden Menschen hier. Und ob du jetzt diesen Job annimmst und anfängst zu transformieren und sagst, okay, jetzt gebe ich halt mal diesen Tag dahin und bin eine Transformationsmaschine, oder ob du dich versuchst abzulenken und diesen Job eben nicht zu machen, um diesen Schmerz nicht zu spüren, weil du ihn nicht spüren willst, weil du denkst, du bist es. Du bist auch der Verursacher der Schmerzen. Du bist der Schuldige dieses Schmerzen. Und du hättest doch was besser machen sollen, damit dieser Schmerz nicht da ist. Wenn du natürlich mit so einem Mindset, mit so einem Denken in diese Gefühle reingehst, dann willst du rennen, dann willst du abhauen, dann willst du irgendwie, keine Ahnung, Tabletten nehmen oder sonst irgendwelche Geschichten. Aber genau das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt diesen Job an. Offensichtlich ist jetzt gerade mal wieder wichtig, dass diese Transformationsarmee zur Stelle steht und anfängt, Schmerz und Traurigkeit mit zu transformieren für das ganze Kollektiv. Das ist vielleicht mal ein Tag, vielleicht sind es 2 Tage, aber es hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat mit deinem Job zu tun, es hat mit deiner Aufgabe zu tun als göttliches Wesen hier auf Erden. Und wenn du diese Tools hast, dann ist es einfach, dann machst du es einfach mit diesen Tools. Dann rennst du nicht weg, sondern du bist einfach da und du transformierst, weil du weißt, dass es eine nachhaltige Geschichte ist, weil es darum geht, nachhaltig zu transformieren und nicht einfach nur diesen Schmerz jetzt gerade mal nicht mehr haben zu wollen. Ja, das ist ein ganz anderer Mindset. Da stehst du ganz anders da und da hast du ein Gefühl, dass du weißt, es ist wichtig, dass du jetzt in diesem Moment Schmerz transformierst und nicht, dass du leidest. Ja? Also andere Definition. Ich bin hier, um Schmerz zu transformieren, um Trauer zu transformieren, aber nicht um zu leiden. Und schon gibt es kein Leiden mehr aus diesem Mindset, ja. Und solche Sachen, die sind so wichtig, dass sie bewusst werden, mehr und mehr Menschen. Und dass Menschen da sind, wirklich, redet immer so von einer Armee der, keine Ahnung, der digitalen Soldaten jetzt auch, um die Informationen weiterzugehen. Aber es braucht auch eine Armee der Menschen, die sich ihrer Göttlichkeit, ihrer wahren, echten, tiefen Power bewusst sind und mit dieser Power arbeiten für sich und für andere. Und damit eliminieren wir konstantes Leiden, konstantes Eingesperrtsein, nicht selbstbestimmt sein, weil wir haben ja immer noch, wenn du noch das Gefühl hast, dass dieses Leiden, dass dieser Schmerz von irgendeinem anderen Menschen oder von irgendeiner externen Situation irgendwie von dir persönlich genommen werden muss, weil er mit dir persönlich was zu tun hat, dann tut es halt so weh. Aber wenn du merkst, dass es nicht mit dir persönlich was zu tun hat, sondern mit dir als
göttliches Wesen hier auf Erden als Transformationskanal was zu tun hat, weil du dafür hergekommen bist, mit großem Herzen, mit großer Liebe, dann ist es doch ein ganz, ganz anderer Job. Dann ist es ein ganz, ganz anderer Schmerz, nämlich kein Leidensschmerz, sondern irgendwie wie so ein sportlicher Schmerz, ja, wie so ein Arbeitsschmerz, der etwas Gutes bewirkt, wie ein Geburtsschmerz, genau wie ein Geburtsschmerz, und nachher zur Geburt führt und nicht ein Schmerz eines leidenden Opfers. Ja, diese zwei Perspektiven, so, so wichtig, das zu unterscheiden und dann herzustehen und zu sagen, okay, das nehme ich an, das ist offensichtlich mein Erdenjob hier als göttliches Wesen. Und wenn du diesen Job annehmen willst, weil dann gehst du raus aus dem Leiden, dann tut es dir schon noch weh, aber du weißt, das ist ein Geburtsschmerz, das ist ein glücklicher Schmerz, durch den ich gerade durchgehe. Und ich möchte euch wirklich diese Perspektiven mitgeben und zu erkennen, wer ihr seid jetzt in diesem Leben da draußen, wo Sachen passieren, wo Entscheidungen anstehen, die wir gar nicht verstehen können, wo wir auch nur ins Vertrauen gehen müssen und sagen, okay, auch diese Entscheidungen sind Geburtsentscheidungen und ich bin eine Geburtshilfestation für eine glückliche Welt, die wirklich nur Liebe und Freude leben möchte. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen, die später eingeschaltet haben. Vielleicht schaut es nochmal an, vielleicht schaut es auch zweimal noch an, weil das ist so, dieses Denken, dieses Wissen, das resoniert hundertprozentig mit jedem Einzelnen von euch, aber eben nicht mit unserem Verstand. Der Verstand weigert sich, weil er ja so anders programmiert ist. Ihm sind, unserem Verstand sind so andere Sachen beigebracht worden. Und diese neuen Dinge zu lernen, das ist so wichtig jetzt im Moment. Und deswegen möchte ich euch nochmal, vielleicht informiert ihr euch über unsere Ausbildung. Die geht am Sonntag geht's wieder los. Die nächste Runde zum Coach für göttliche Energie. Und dann geht es wirklich in erster Linie darum, dass jeder für sich 6 Tage diese große Verankerung und diese Verwurzelung in seinem göttlichen Sein findet und da die Sicherheit hat und kriegt und weiß, dass sie dort ist für jeden Menschen von uns, in diesem göttlichen Wissen, in dem Wissen, wie die göttlichen Schöpfer Gesetze wirklich laufen. Die laufen ganz, ganz anders als diese Gesetze, die wir glauben. Ja, meiner ist so flink und tricky. Ja, klar, aber dein göttliches Sein ist noch flinker und trickier. Und auch hier geht es wirklich darum, anzuerkennen und zu sagen, ja Mensch, der Verstand, logisch, der wurde so ausgebildet, das ist ein Drill Sergeant. Dein Verstand, dein menschlicher Verstand ist ein Drill Sergeant, der ist ausgebildet nach seinen Regeln. Der befolgt die ohne Wenn und Aber. Und der ist halt jetzt hier auf der Matte und will halt sein altes Paradigma weiterleben. Aber er weiß noch nicht, dieser Drill Sergeant in deinem Köpfchen, der weiß noch nicht, dass er da nur in Verzweiflung und Ausgeliefertheit sein Heer, seine Armee, also sprich dich als Persönlichkeit, reintreibt in eine aussichtslose, hilflose Situation. Er weiß es nicht. Er denkt, er kann aussichtslose und hilflose Situationen mit seinen Regeln meistern. Aber wir können es nicht. Wir können es so nicht meistern. Wir können es nur meistern, indem wir wissen, wer wir wirklich sind und diese Power antreten und jeglichem Drill Sergeant. Ich meine, jeder Mensch, der draußen ist, von so einem Drill Sergeant Verstand geleitet. Das ist allpräsent. Aber du entscheidest doch dennoch trotzdem, wo die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit, wenn es wahr ist, fühlt es sich gut an.
Das ist so einfach. Alles, was sich gut anfühlt für dich, ist wahr. Da kannst du dich auf dein eigenes inneres System verlassen. Und wenn du im Inneren die Sachen verdaust und hin und her kaust und was weiß ich nicht was, und es fühlt sich nicht gut an, dann kaust du Lügen. Dann kaust du nicht die Wahrheit. In dem Moment, in dem du die Wahrheit in dich aufnimmst und die verdaust und prozessierst, fühlst du dich gut. 100%. 100%. Aber diese Wahrheit zu lernen, das ist wirklich, genauso wie du die Schulbank gedrückt hast, um die Lügen zu lernen, musst du dich jetzt dazu bekennen, die Schulbank zu drücken und zu üben und zu trainieren, um aus der Wahrheit herauszuleben. Das ist kein einfaches Unterfangen, dieses Umprogrammieren und umzuschreiben. Jeder, der mal irgendwie autodidaktisch sich irgendwas beigebracht hat und plötzlich zu einem Lehrer geht, sei es bei Golf oder Skifahren oder was weiß ich nicht was, und der Lehrer ihm dann plötzlich beibringt, diese Bewegung ist eigentlich nicht wirklich so richtig, wie du dir das beigebracht hast, da kriegst du Knieweh, Rückenweh und was weiß ich nicht was. Diese Bewegung wieder aus deinem System raus zu trainieren, das ist viel, viel schwerer, als von Anfang an einen Sport oder etwas in diese Richtung richtig zu lernen. Und das ist eben dieses Mühsame, weil es braucht viele, viele Wiederholungen, es braucht viele Klarstellungen, um nachher aus der Wahrheit heraus zu leben, weil du ja bis jetzt dachtest, die Wahrheit ist eine andere. Aber dass die Wahrheit, die wir alle dachten, eine Wahrheit ist, ist unweigerlich, wenn wir nur in das, was uns Corona, ist ja nur ein Wort, uns jetzt so offenbart hat, wenn wir nur das mal kurz anschauen, dann wissen wir ja, dass die Wahrheit, die wir bis anhin als Wahrheit verkauft und angenommen haben, dass es nicht die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist die göttliche, liebende, bedingungslose Wahrheit. Und die führt dich zu deiner eigenen Manifestationspower, deiner Kreationspower. Und aus dieser Power kreierst du einen gesunden Körper. Aus dieser Power kreierst du ein komplettes, wunderbares Leben, das du haben möchtest. Aber es ist immer so, wie du glaubst. Und wenn du es nicht fertig bringst, das zu glauben, was du dir wünschst, und immer noch Bedingungen dazwischen setzt, dann wirst du nicht dorthin kommen. Das geht nur radikal. Und das Radikale ist nun mal, wenn du diese göttliche Energie, diese göttliche Wahrheit in dein Leben reinlässt und damit arbeitest. Das ist radikal. Und das bringt radikale, schnellste Veränderung. Aber diese schnelle Veränderung kann sich ganz schnell wieder ins andere umkehren, wenn du wieder mit deinen alten Instrumenten arbeitest, wenn du wieder mit deinen alten Vorstellungen arbeitest, wenn du wieder das Alte glaubst. Es kann niemand für dich einen Zauberstab ansetzen, der langfristig und nachhaltig gegen deinen Willen agiert. Das ist nicht möglich. Dein freier Wille ist immer da und präsent. Und diesen freien Willen dazu einzusetzen, die Dinge zu glauben und zu leben und umzusetzen und zu spüren, die du möchtest, das ist so wichtig. Und radikal heißt eben auch radikal aussortieren. Was ist wahr für mich, was ist falsch für mich, was stimmt für mich nicht. Und da kann eine ganze Armada von Menschen mit anderen Meinungen, mit falschen Meinungen dir gegenüberstehen und du kannst dieses Standing haben und kannst sagen, wow, was die jetzt noch glauben, das fühlt sich sicher nicht gut an für die. Pah, ich glaube an die Wahrheit, ich lebe aus der Wahrheit heraus, ich denke aus der Wahrheit heraus, ich kreiere mein Leben aus der Wahrheit heraus. Das ist radikal anders, als es die meisten Menschen jetzt noch tun, und es ist radikal anders, als das, was du bis jetzt getan hast
und geglaubt hast. Es ist radikal anders, aber nur radikal andere Voraussetzungen, Gedanken, Überzeugungen ermöglichen dir ein radikal anderes Leben. Ja, ich will gar kein radikal anderes Leben. Ich will nur, dass es ein bisschen besser ist. Aber ehrlich, wieso nur ein bisschen besser? Wieso nicht radikal besser, wenn es besser geht? Wenn es besser geht, wir denken immer linear. Ja, das geht ein bisschen besser. Aber wir müssen nicht linear denken, weil das Leben ist nicht linear. Das ist auch wieder eine Farce. Das ist wieder eine Vorstellung, die uns eingetrichtert worden. Ein bisschen besser, ein bisschen besser. Es muss immer ein bisschen, 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 bisschen. Wieso? Wenn ich entscheide, wie es ist, wenn ich die Wahrheit entscheide, wenn ich weiß, dass diese göttliche Energie einfach nur das tut, wofür ich zur Verfügung stehe, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen und mit meinem Handeln, warum sollte ich dann ein bisschen besser wollen? Warum sollte ich nicht komplett sofort das wollen, was ich will? Und dazu muss ich anfangen. Dazu muss ich anfangen, zu wissen, was will das Göttliche von mir? Was ist die göttliche Energie? Was kann ich mit dieser göttlichen Energie, wie kann ich mich mit der verbinden und was kann ich damit erreichen? Ich kann es dir sagen. Kurze Antwort ist, du kannst damit alles erreichen. Gut. Aber du kannst leider dir nur das erreichen, was du dir erlaubst zu erreichen. Du kannst dir nur das erlauben, du kannst nur das bekommen, was du dir erlaubst, was möglich ist. Es geht nicht. Es ist einfach eine Barriere hier. Wenn du es dir nicht erlaubst, dass es so ist, wie du es haben willst, weil 100.000 andere Leute noch eine andere Meinung verklickern, die sich zwar für dich einengen und nicht selbstbestimmt anfühlt, dann glaubst du, dass du ein eingeengter, nicht selbstbestimmter Mensch bist und dann geht es halt nur bis hier. Aber dieses selbstbestimmte Leben, das wünschen wir uns doch alle so sehr. Und es ist da. Es ist für uns möglich. Selbstbestimmtheit, das ist doch das Nummer eins. Das ist ja besser noch wie Freiheit. Ist doch Selbstbestimmtheit. Und wir sind selbstbestimmt, jetzt schon. Nur dieses Selbstbestimmte wirklich auch hundertprozentig anzunehmen, das ist für mich eins zu eins verbunden damit, dass ich verstehe, dass ich ein göttliches Wesen bin. Das heißt, dass ich aus Liebe hierher gekommen bin, auch wenn ich meine Eltern vielleicht nicht liebe, als Mensch. Aber es geht nicht um die menschlichen Eltern, sondern es geht um die große, große Idee für uns als Menschen und für uns als Menschheit. Und die ist Liebe und nicht Leiden und nicht Schmerz. Und dass es uns so viele Jahre lang weiß gemacht worden ist, dass hier überall Schmerz und Leiden ist, ist aber nicht die Ursprungsidee, sondern das ist die Idee des menschlichen Verstandes, der vergessen hat, was die ursprungsgöttliche Idee ist. Und es gibt halt so lang Leiden, es gibt halt so lang auf den Latz, bis du Schnauze voll hast und kapierst, hey, es kann es doch nicht sein. Und dann anfängst, diese göttliche Idee zu suchen, dann hast du sie gefunden und dann darfst du sie noch in dich implementieren und aus dieser Idee heraus leben. Und dann wird alles anders. Dann wird dein ganzes Leben anders. Aber du musst dich darauf einlassen, weil du kennst es nicht. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, komme am Sonntag, fang an, mach die Ausbildung zum Coach für göttliche Energie. Heile dich. 6 Tage intensiv. Es ist dann nicht das Ende deiner Heilung, sondern der Anfang deiner Heilung. Weil das Ende deiner Heilung, das heißt deiner Transformation, mehr und mehr in dieses göttliche, freie, glückliche, liebende Wesen ohne eine Bedingung. Das hat dann erst gestartet, aber dann hast du die Tools und dann setzt du das um und dann spürst du es ganz tief. Dann spürst du, ob du da bist oder ob du gerade wieder in der Realität rumgaloppierst und dann kommst du wieder zurück und dann hast du es gemacht. Und dann fängst du
an, das zu leben, dann fängst du es an, das umzusetzen, dann fängst du an, das zu lehren und dann fängst du an zu wissen, dass es scheißegal ist, was andere wissen, weil du in dir die Wahrheit kennst und spürst. Und wenn dir einer die Wahrheit sagt, dann nimmst du sie an und sagst, wow, wie schön, wir können die Wahrheit teilen. Wenn dir einer eine Lüge auftischt oder eine Lüge meine ich eben auch, dich gerade im Moment ablehnt oder gerade im Moment dich nicht anerkennt, gerade im Moment dich nicht unterstützt, dann weißt du aber dann, dass es nicht wahr ist, dass es eine Lüge ist, dass deine Unterstützung und dass dein Angenommensein nicht deswegen passiert, weil diese Person es dir gerade spiegelt oder eben auch nicht, sondern weil es deswegen passiert, weil du weißt, dass du ein angenommenes, geliebtes, unterstütztes Wesen ist, bist, egal ob es dir andere gerade widerspiegeln oder nicht. Und der Witz ist ja, je mehr du es weißt, desto mehr kriegst du es wiedergespiegelt. Das kennen die ja alle aus dem Gesetz der Anziehung. Nur das Gesetz der Anziehung postuliert halt auch immer noch so ein bisschen, ja, du hast es falsch gemacht, wenn es nicht so kommt, wie du es haben möchtest. Aber das ist genau auch einer der Punkte, die wir in der Ausbildung für göttliche Energie anders machen. Und zwar, du hast nie Schuld. Du hast nie Schuld gehabt. Du wirst nie Schuld haben. Und solange du dieses tiefe Schuldgefühl, irgendetwas verschuldet zu haben, Ursache, Wirkung, nicht ablegen kannst, kommst du eben damit nicht weiter. Weil eines der tiefen Wahrheiten, wenn du anerkennst, dass du ein göttliches Wesen bist, weißt du, dass du keine Schuld hast. Und dass es auch keine Sühne gibt und dass es auch keine Verdammnis gibt, sondern dass es eben nur diesen jetzigen Moment gibt, in dem du entscheidest, woraus lebe ich denn gerade? Und diese Ausbildung zum Coach für göttliche Energie, das ist für mich jetzt so die Basic, wie ich den Leuten helfen kann, wirklich mal zu erkennen, wo ist denn meine Power, welchen Lügen bin ich denn aufgehockt, wie kann ich aus der Wahrheit heraus leben für mich selber, dann auch anderen helfen. Wir haben genügend Testimonials, wo nur eine kleine Anwendung mit dieser göttlichen Energie angenommen worden ist und dem Menschen schon eine Verbesserung und eine Erleichterung gegeben hat, ja? Es kann so schnell so viel Wirkung geben, aber du musst halt auch auf dem Weg bleiben, du musst halt auch dranbleiben als Mensch selber und dranbleiben tust du halt am allerbesten, wenn du für andere das Vorbild bist, wenn du der Wegzeiger für andere bist und dafür musst du nicht perfekt sein. Dafür musst du nur kompromisslos den Weg gehen. Das ist ein Unterschied, ja? Ein Wegzeiger ist nicht einer, der alles immer gut und richtig kann. Du bist auch immer wieder Mensch. Aber du bist als Wegzeiger dieses große Vorbild, dass du dich eben nicht wieder abbringen lässt, sondern immer auf deinem Weg bleibst. Das ist der Wegzeiger. Und aus diesem göttlichen, Coach für göttliche Energie, kannst du schon ein Herzensbusiness machen, dann kannst du schon mit Herzensmenschen zusammenarbeiten, die mit dir eben auf dieser Ebene sind. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, das ist das, was ich sage, werde eine göttliche Unternehmerin. Ja? Die göttliche Unternehmerin. Das ist mein Titel, den ich mir gegeben habe. Weil ich das so wahr finde, ja, weil wir Unternehmerinnen, Unternehmer, ich sage jetzt die Unternehmerin, weil ich mit Frauen arbeiten möchte, aber ein Unternehmer ist immer irgendeiner, der Zeug für Geld macht, ja, weil Geld ja schmutzig ist. Aber die göttliche Unternehmerin übrigens, die hat kapiert, dass Geld Liebe ist und dass es nicht darum geht, irgendwelche Statussymbole und so weiter und so fort zu präsentieren, sondern dass es darum geht, dass Geld zu den Menschen, zu den göttlichen Unternehmern kommt, dass diese, die aus ganzem Herzen Geld haben, Geld geben und Geld einsetzen und Geld empfangen und zwar viel, weil viel ist das, was wir wollen, weil wir können viel, wir können so viel. Es ist Fülle da, es ist so viel da und aus diesen Einschränkungen rauszugehen.
Ja, das Göttliche hat keine Beschränkung. Das hat nur hier unser menschlicher Verstand. Ja. Und jeder von euch ist hier, um das zu leben. Weil wenn ich dazu da bin, um es zu leben, und ich bin du und du bist ich und wir sind alle die gleichen, aber wir sind nicht die gleichen Leider und wir sind auch nicht die gleichen Jammerer, sondern wir sind alle die göttlichen Wesen in Fülle. Danke, Katrin. Und wir dürfen uns nicht einschränken lassen von dem, was die anderen noch nicht kapieren können. Sie werden es kapieren, aber das kann nicht unser Aufhänger sein, nicht einfach zu gehen, weil der Großteil der Menschen das, was ich jetzt sage, noch nicht verstehen kann. Aber wenn du hier bist und es verstehen kannst und es mit dir in Wahrheit resoniert, dann sollte es doch nichts mehr geben, was dich aufhält. Dann ist es, das ist doch der Spaß dieses Lebens hier. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert, die schon Coach für göttliche Energie sind. Hallo Marion. Ich bitte euch, tretet in Action. Kommt auch hier in der Facebook-Gruppe live. Versorgt eure Mitmenschen mit Gruppenanwendungen für göttliche Energie. Zeigt euch. Sagt, ich bin hier, ich mache das. Ich mache es so wie auf meine Art und Weise. Ich teile es für euch. Der mit mir zusammenarbeiten möchte, kann mit mir eins zu eins intensiv zusammenarbeiten. Aber ihr müsst euch doch verdammt nochmal zeigen. Ich gebe euch hier die Plattform in dieser Facebook-Gruppe, weil ich will, dass Heilung gegenseitig auch gratis stattfindet. Das darf ja passieren. Aber es darf auch passieren, dass ich mit Menschen intensiv arbeite und mit Menschen intensiv eins zu eins Unterstützung liefere und göttliche Liebe im Sinne von Geld empfange und das wieder vielleicht an einen Coach ich weitergebe, der mir hilft. Das ist meine Vorstellung, so stelle ich mir das vor. So möchte ich die Menschen bezahlen. Sie geben mir Liebe, ich gebe ihnen Liebe. Geld ist Liebe und Geld ist nicht irgendein verruchter Scheiß, für den er halt in der Vergangenheit so oft gebraucht worden ist zur Manipulation und zur Kontrolle. Wenn wir Geld jetzt einsetzen, uns gegenseitig zu helfen und zu erhöhen in unserer Wahrheit und nicht zu minimieren und zu versklaven, dann wird doch Geld genau zu dem, was eigentlich ursprünglich gedacht ist. Aber da müsste halt jeder mitmachen. Ja? Und da muss jeder diesen Mindset haben, da muss jeder mal diese Geldwäsche in seinem Verstand stattfinden lassen und sich dann auch zu präsentieren und aus diesem Wissen heraus zu leben. Und dazu darf man sich zeigen und sagen, ich stehe dafür. Also Leute, entweder ihr seid schon Coaches für göttliche Energie, dann zeigt euch, dann macht Anwendungen so gerne hier in der Gruppe. Es wird einfach gebraucht von jedem von uns, von jedem auf seine Art und Weise. Ich mache es auf meine Art und Weise, ihr macht es auf eure Art und Weise. Die noch nicht Coaches für göttliche Energie sind, für die das aber resoniert und die sagen, oh mein Gott, ja, ich möchte mich heilen, um dann ein Tool zu haben, um andere zu heilen, kommt in die Ausbildung, wir fangen am Sonntag an. Und für die, die noch ein Schrittchen weitergehen können, die können mir schreiben für die göttliche Unternehmerin, wirklich komplette Selbstbestimmtheit in deinem Leben, privat, in deiner Beziehung, in deinem Unternehmen, in deinem wahren Sein. Das heißt, raus aus dieser Kleinscheißerei, für die wir nicht hier sind. Keiner von uns. Also, ihr Lieben, lange geplappert. Ich hoffe, es war Inspiration. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf ganz, ganz viele Anwendungen, Gruppenanwendungen hier in der Gruppe. Schreibt mir kurz vorher, ihr lieben Coaches für göttliche Energie, da, wenn ihr live geht. Und dann kann ich euch gleich freischalten und dann geht's los. Bis dann. Tschüss, tschüss.